Gametastical. Gaming is our passion. Moin, moin, meine lieben Freunde und willkommen zurück hier bei Gametastical.de. Hier ist euer Raphael und es geht heute weiter mit unserem Madden NFL 15 Owner Mode. Wow, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ihr habt ein paar Vorschläge für Spieler abgegeben und größtenteils wurde sich ein Spieler gewünscht, nämlich Odell Beckham Jr., der Wide Receiver. Und natürlich werden wir dann versuchen, den auch zu bekommen. Deswegen werden wir gleich mal schauen, ob wir irgendwas machen können, um Odell Beckham Jr. zu erhalten. Wir werden uns noch an einem zweiten Tight End versuchen und uns so ein bisschen nochmal um die Trikotpreise vielleicht kümmern, um unser Stadion, das ganze Drumherum eben auch, was dazugehört. Und deswegen heute auch wieder eine Folge, die sich komplett um das Geschehen neben dem Platz kümmert, nicht um das Gameplay auf dem Platz. Und ich bin jedenfalls gespannt, ich hoffe ihr auch, dranbleiben. Wir schauen mal, was die Trades jetzt bringen. Odell Beckham Jr., er hat gerade mal 76 overall. Komisch, wundert mich so ein bisschen, vielleicht gar nicht mit dem Custom Roster gestartet. Hier beim Owner Mode, ich glaube, das kann sogar sein. Deswegen ist er maximal noch unterbewertet, deswegen sollten wir ihn relativ günstig eventuell auch bekommen können. Ich bin jedenfalls extrem gespannt, ob es denn so ist, und so ist es. Wir kriegen ihn für zwei junge andere Wide Receiver. Dafür würde ich jetzt einen Demaryius Thomas noch nicht hertraden, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat nur 76 overall. Das ist noch nicht die Welt. Das ist nicht die Welt und wir brauchen zwei gute Wide Receiver. Wir haben jetzt also Thomas, Jones und Odell Beckham Jr. Und ein Tight End, den sich auch alle von euch gewünscht haben und den ich auch extrem mag, weil ich ihn bisher so selten spielen konnte, ist Eric Ebron. Der junge Mann mit dem Superstar Death Trade, glaube ich, von den Detroit Lions 85. Die Nummer 83 overall, 22 Jahre alt. Er ist einer der besten Tight Ends später im Spiel. Und man sollte alles tun, bloß nicht den Jungen unterschätzen. Deswegen schauen wir mal, ob dieser Trade ankommt. Der kommt schon mal nicht an. Wir haben ja auch noch als Wide Receiver Keenan Allen, ist mir aufgefallen. Und das ist natürlich eine Sache, vielleicht müssen wir doch einen von denen hergeben. Ich würde jetzt sagen, Runde 1 hergeben. Ebron ist ein super Spieler. Dafür müssen wir uns nackig machen. Deswegen versuchen wir weiterhin unser Bestes. Gehen nochmal auf die Wide Receiver. Wir sehen es hier. Demaryius Thomas, Julius Jones, Keenan Allen und dann Odell Beckham Jr. Meine Güte, wie geil ist das denn bitte? So, wir probieren es. Und das wird schwer. Ich melde mich wieder bei euch, wenn wir einen Trade haben. So, wir haben jetzt nochmal sehr viel in die Waagschale geschmissen. Wir haben uns noch einen Pick getradet, den 5. overall. Wir haben jetzt den ersten 23 und Demaryius Thomas. Demaryius Thomas, klar, er ist teuer, er hat nur ein Jahr Vertragslaufzeit. Deswegen darf man das Gewicht von ihm bei einem Trade nicht zu hoch bewerten. Ganz wichtig, aus wirtschaftlicher Sicht ist das natürlich nicht immer so einfach. Und man sieht es hier wieder, selbst hier wird noch abgelehnt. Das ist unfassbar. Das ist absolut unfassbar. Und das ist natürlich eine Sache, da weiß ich nicht mehr, ob es noch Sinn macht, einen Ebron zu holen. Wir schauen uns mal nach Alternativen um. Eine der Alternativen ist natürlich Rob Gronkowski. Wir probieren es hier ohne Demaryius Thomas. Kriegen keinen Trade zustande. Wir probieren es weiterhin aber ohne Thomas, denn da muss ich sagen, haben wir doch noch andere Pferde hier im Stall, die wir hier vielleicht mal traden können. Den ersten um 5 geben wir mit weg. Und jetzt haben wir hier Rob Gronkowski für zwei Wide Receiver und den ersten um 5. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Und ja, Ebron ist super, aber Ebron ist nicht das ganze Team wert. Beim besten Willen nicht. Es ist ein guter Spieler. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Aber es reicht nicht. Deswegen nur, meine lieben Freunde, Rob Gronkowski. Und da wir jetzt noch Kapazitäten über haben, schauen wir uns jetzt noch nach dem Cornerback um. Und ich würde mal sagen, unser Team ist einfach bombastisch. Also dieses Team, da kommt so viel nicht mehr ran. Das ist einfach richtig, richtig stark, was wir hier jetzt haben bei den Carolina Panthers. Und ich freue mich schon auf die neue Saison mit vielen coolen Spielern. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, wir schauen uns jetzt noch nach dem Cornerback um. Und ein Cornerback, der sich auch von euch immer wieder gewünscht wurde, ist natürlich Richard Sherman, der beste Cornerback der Liga, vermeintlich der beste. Hier, einer der wichtigsten Männer der Legion of Boom.
10,3 Millionen Cap-Hit, das können wir nur stemmen. Wenn wir den Maurice Thomas abgeben, aber damit hätten wir einen längerfristigen Vertrag, 99 overall, Cornerback, wie gesagt, einer der Besten der Liga. Wir geben das Angebot ab, wollen sie doch nicht, also nochmal nachbessern. So, und jetzt müssen wir Sean Albury vielleicht noch mit drauflegen, eigentlich wollte ich ihn nicht mehr geben. 20 Jahre, 73, aber wir haben so viele gute Wide Receiver. Und jetzt ist der Trade gelungen, yes, Mann. So, okay, ruhig bleiben. Wir haben jetzt 8 Millionen Cap Room über, die halten wir uns offen. Wir wollen da nicht in irgendeine Bredouille kommen. Die bleiben so offen. Wir gucken jetzt mal, auf welchen Positionen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt noch 2 Free Agents oder so holen als Wide Receiver. Wir gucken mal am Roster. Unser Roster war schon die ganze Zeit ziemlich, ziemlich dünn. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, wir machen... Oh Gott, wir haben gerade mal 3 Wide Receiver nur noch. Jones, wir brauchen also hier 2, 3... auffüllen. Aus den Free Agents, das sollten wir hinbekommen. Ansonsten schauen wir nochmal. Tight End, Rob Gronkowski, Greg Olsen, auch hier sollten wir uns noch einen aus dem Free Agent Markt holen. Und ansonsten ein Right Guard vielleicht noch. Unser Roster, wie gesagt, relativ schwach, aber man darf ja am Ende eh nur 50 oder 55, glaube ich, haben. Middle Linebacker, alles cool. Cornerbacks, Sherman, Gilmore, Logan Ryan. Ich denke, mehr geht nicht. Ich hoffe, sehr viele von euch werden zufrieden mit diesen Trades sein. Für die anderen wird es wieder, ja, zu unrealistisch, kann ich mir vorstellen. Aber wir wollen viel erreichen und wir wollen, das ist ein Spiel. Und wir wollen Spaß in dem Spiel haben. Und dafür stehen wir hier auch. Und ich denke, das wird eine ziemlich witzige Saison mit guten Spielern. Und wir können vielleicht bald auf All Madden stellen. Dann wird es vielleicht für euch noch ein Ticken interessanter, was das auf jeden Fall angeht. Wäre eine extrem coole Sache. Wir holen noch mal ein paar Free Agents. Das blende ich euch hier nochmal mit ein bisschen Musik im Hintergrund ein. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir die Mannschaft ein bisschen aufgefüllt haben. So, und wir haben ein paar Free Agents geholt, nicht die Ältesten. Wir haben versucht, Junge zu nehmen, die meinetwegen auch ein bisschen schlechter sind. Wir schauen jetzt nochmal bei Player Marketing, da wird noch nicht viel passiert sein. Doch, Johnny Manziel auf 1, das ist ganz wichtig. Ich hatte euch damals gesagt, Johnny Manziel 99 Persönlichkeit, der wird unserem Franchise sehr, sehr viel Geld einbringen. Und hier sieht man es auch. Hier hat man im Endeffekt die Bestätigung, Top 10 in der NFL. Und da kommt ein Manziel gleich nach großen Namen wie Wilson, Manning, Rodgers, klar. Er hat den Super Bowl gewonnen. Johnny Manziel hat den Super Bowl für die Carolina Panthers geholt. Das darf man nicht unterschätzen. Und deswegen denke ich mal, werden die Leute ihn jetzt auch so ein bisschen mehr noch lieben auf jeden Fall. Wir schauen mal bei den Ticketpreisen. Können wir vielleicht mal ein bisschen alles nach unten nochmal anpassen. Und ansonsten 19 Millionen Pfund. Und das Stadion sieht nicht so gut aus. Vielleicht müssen wir irgendwann relocaten, beziehungsweise mal sehen, dass wir hier was verbessern. Upgrade Stadium Rebuild. Wir könnten es komplett neu bauen sogar. Das schreibt ihr mal in die Kommentare. Wollen wir das neu bauen? Rebuild? Wäre das eine Option? Wäre das sinnvoll? Haut es in die Kommentare. Und dann schauen wir nochmal bei Stuff. Da waren wir ja eigentlich sehr, sehr gut. Wir können uns nochmal unseren Head Coach anschauen. Der müsste mittlerweile ein paar XP haben. So ist es. Und da werden wir jetzt auf jeden Fall, die Double Scouting Points sind interessant. Oder die Weekly Goal XP. Die machen wir mal an. Und die haben uns jetzt ein bisschen was gekostet, klar, ganz klar. Wir schauen mal, Game Prep Modifier können wir mal für den Wide Receiver uns vielleicht noch gönnen. Und dann haben wir es soweit geschafft. Ich hoffe doch sehr, dass euch dieser Part gefallen hat. Die Jungs im Stream haben uns auf eine gute Idee gebracht, nämlich hier eventuell gegen die Preseason Games zu zeigen. Im Stream, und das wäre eine gute Idee. Heute sehr kurzer Part. Beim nächsten Mal kommt dann das erste Regular-Season-Spiel mit dem neuen Team. Eure Meinungen bitte in die Kommentare. Ich bin so gespannt, was ihr sagt zu den Trades. Ehrlich, Jungs. Wirklich, wirklich, wirklich. Und auch Mädels, weil ihr zuschaut. Ich bin so gespannt, was ihr zu diesen Trades sagt. Ich freue mich so auf das Feedback, was ihr mir geben werdet. Und auf die neue Saison. Ich bin so gespannt, was kommen wird. Ich hoffe ja auch. Drückt den Daumen kräftig nach oben. Besucht unsere Social-Media-Seiten, um nichts von uns zu verpassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im Stream wieder oder in einem unserer nächsten Videos. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Raphael von GameTastical.de.